Hey Leute, in diesem Video möchte ich euch meine Erfahrung mit dem Fisher-Price FXC66 Schlummerotter mitteilen. Bevor ich mit meiner Meinung und Erfahrung anfange, hier einmal die Herstellerbeschreibung für alle, die nicht wissen, was der Schlummerotter so kann und wofür er gut ist. Der Fisher-Price Schlummerotter ist ein einzigartiges Kuscheltier, das dem Baby ein wohliges Gefühl vermittelt. Sein weicher Bauch bewegt sich wie beim Atmen rhythmisch auf und ab und gibt bis zu 30 Minuten beruhigende Musik, Geräuscheffekte und sanftes Licht wieder, wodurch das Baby auf natürliche Weise beruhigt wird. Sein süßes Gesicht, der super kuschelige Stoff und der seidige Schwanz machen den Schlummerotter zum idealen Einschlaffreund für Babys. Dieses niedliche Kuscheltier lässt sich ideal in die Einschlafroutine integrieren und unterstützt Babys dabei, sich gesunde Schlafgewohnheiten anzueignen. Das süße Gesicht, die beruhigenden Bewegungen und die sanfte Musik des Otters vermitteln dem Baby ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit. Meine persönliche Erfahrung mit dem Schlummerotter ist durchweg positiv. Mein Sohn hat seinen Otter mit 5 Monaten bekommen und hat ihn sofort angegrinst. Er bekommt ihn tagsüber als Schlafkamerad und zieht ihn dann liebevoll zu sich. Obwohl es für ihn noch recht schwer war, hat er ihn auch hochgehoben, um mit ihm zu kuscheln. Die Funktionen des Otters sind schnell erklärt. Er spielt Musik, leuchtet und hebt und senkt seinen Bauch, was so halbrealistisch deine und meine Atmung nachahmen soll. Insgesamt spielt er 8 Melodien. Überhaupt sind alle Melodien sehr ruhig und entspannend. Wer trotzdem nichts damit anfangen kann, kann zwischen einem Herzschlag, Mutterleibsgeräuschen, White Noise und einem leisen Schnarchen wählen. Oder gar kein Geräusch abspielen und nur die Bewegung mit Licht oder ohne Licht aktivieren. Die Musik ist jetzt nach 1 Monat immer noch nicht nervig, sondern auch für uns Erwachsene noch echt süß. Die Atmung ist jedoch für mich einen Tick zu laut, stört aber keineswegs beim Einschlafen, weil es regelmäßig ist. Mein Sohn stört sich allerdings gar nicht daran. Das gestaffelte Ausschalten finde ich toll. Erst Atmung, dann Licht, dann Musik. Auch, dass die Lautstärke geregelt werden kann, ist super, da es recht nah an seinem Kopf ist. Viele Spielsachen für Babys sind gefährlich laut, hier nicht. Nach einiger Zeit dachte ich erst, der Otter wäre kaputt. Aber alles in Ordnung, die Batterien waren nur leer. Bitte also erst die Batterien tauschen, bevor Panik geschoben wird. Fazit: Das Lieblingskuscheltier meines Sohnes ist super weich, super süß und einfach super klasse. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Preis findest du in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du würdest mir enorm helfen, indem du diesem Video einen Daumen nach oben geben würdest. Einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.